Ja, moinsen, Magazin Margarin zur nächsten Folge an einem anderen Tag, denn, boah, war die letzte Folge eine Katastrophe, sage ich euch. Meine Herren, ich habe mich währenddessen schon so ein bisschen durchgerungen und bin auch letztens im Livestream gefahren, falls ihr nicht wisst, dass ich einen Livestream habe. Unten drunter in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir mal ein anderes Auto, denn wir haben mit Imsa immer so Probleme, dass das so lange dauert, bis man wieder fahren darf. Und jetzt habe ich mir einen Fefe gekauft, so wie der umgangssprachlich genannt wird, ein Ferrari. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Einen wirklich sehr besonderen Gast, der mir schon seit vielen Jahren zur Seite steht und mir auch immer sehr gute Tipps gibt für meine Daily Quests. Und steht mir mit Rat und Tat, auch was das Racing angeht, zur Seite. Pete. Ja, moinsen, Ding. Ding. Fast das Ding wieder vergessen. Nee. Wir schmeißen uns jetzt mal in den Rennen rein. Wir fahren jetzt den Ferrari in GT3. Das müsste eigentlich Klasse D sein, richtig? Ja? Ja. Das ist Klasse D. Ich fahre heute mit Pullover. Ich weiß noch nicht, was das wird. Aber ich habe mir, ich habe Pete gefragt, ob er gerne dabei sein möchte und für mich den Spotter macht. Das heißt also, ich habe heute wirklich mal jemanden im Nacken, der Ahnung davon hat und der mir wahrscheinlich zwischendurch immer mal ein paar Ratschläge gibt, während das Rennen passiert und vielleicht noch das eine oder andere Mal mit mir quatscht. Ich bin gespannt, wie ich das verarbeiten werde. Es könnte absolutes Chaos werden oder richtig juicy. Da es aber Pete ist, glaube ich, es wird juicy. Wir lassen uns überraschen. Lass dich überraschen. Nun gut, gehen wir mal rein, wir laden den Lachs hier. Ja, ist geladen, wir müssen keinen Setup laden, wir müssen nichts vorbereiten, wir können einfach schnurstracks in die Karre springen. Ich muss dazu sagen, ich bin heute noch gar kein Dings gefahren, gar kein iRacing. Ich habe heute was anderes gemacht im Stream. Ah. Und ich muss gestehen, dass mir der Ferrari sehr gut gefällt. Mir fällt gerade gar nicht das Modell ein. Von dem Ferrari. 488 GT. Ah, siehst du, 488 GT. Also GT3 dann, ne? Habe ich heute gerade noch in dem Spa-Rennen gesehen. 24 Stunden Spa lief ja auch heute. Ist hier einer neben mir? Yes. Und dann fahren wir uns noch schnell kurz warm, bevor das Rennen losgeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich den gekauft habe. Schöne Grüße übrigens an Orange Juice. Der hat mich nämlich im Stream darauf aufmerksam gemacht, dass ich eventuell auch mal diese Klasse fahren kann. Und naja, was soll ich sagen? Der war auch gleich so nett und hat mir irgendwie noch ein bisschen was zugesteckt, dass ich mir den hole. Wäre nicht nötig gewesen. Aber ich bin natürlich seinem Wunsch nachgekommen und habe mir gleich mal den Ferrari gegönnt. Und wir schmeißen uns jetzt gleich mal auf die Strecke. Ich habe schon zwei, drei Rennen absolviert hier. Und ich muss wirklich gestehen, also Ferrari ist nochmal eine andere Nummer als Imsa, wo wir mit dem GT fahren. Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr schnelle Jungs dabei. Also da komme ich auch ansatzweise nicht mal an die Zeit ran. Das ist richtig krass. Da habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten. Die fahren so 1,22, 1,23. Ich komme so, schnellste Zeit sind 1,24. Also, falls euch hier irgendwie mal was auffällt, was ich noch verbessern könnte auf Laguna Seca, immer her damit. Also, auch für dich, Pete, beim Zugucken, wenn dir was auffällt. Ja. Gib ihm. Boah, ich habe richtig Bock heute, du. Ich habe heute richtig Lust und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch dir die Zeit nimmst und quasi meinen Spotter machst heute. Ich hoffe ja, dass wir bald irgendwie mal zusammen auch iRacing fahren können. Ja, irgendein Endurance wird es schon geben. Also ich würde ungern gleich mit dem 24er anfangen. Warum? Ja, das ist schon hart. Das ist schon, glaub es mir, es ist hart. Ja, aber wie sagt man immer so schön in Ostdeutschland, Hauptsache es kalt. Also rinn es ins kalte Nass. Ach so, okay. Ja, das sagt man nicht in Deutschland. Ich wollte einfach nur so tun, als ob das ein cleveres Sprichwort ist. Ah.
Gott, hier oben, da habe ich noch echt mal Schwierigkeiten. Das ist ja, du kannst bei der Ausfahrt, kannst du ein bisschen über den Sand fahren, beim Rausfahren, ja. Also innen. Aber du darfst es nicht übertreiben, sonst kriegst du gleich eine Zeitstrafe. Oh, ich habe auch immer Angst, da abzusegeln. Ja, kann auch passieren. Oh, der Ferrari macht echt viel Spaß, muss ich sagen. Oh, das freut mich. Fährst du den? Ich hab den zwar, wie vieles in iRacing, aber noch nie gefahren. Echt nicht? Nö. Der ist echt und gut. Ich guck mal gerade, wann das Rennen beginnt. Oder vielleicht kannst du mir das aus dem Kopf sagen. Müsste eigentlich Viertel nach sein. Viertel nach? Also in 4 Minuten? Ja, 4 Minuten. Was fahren wir denn gerade für eine Zeit? 1,26 nur. Eieieiei. Ja gut, ich weiß nicht, ist das hier auch so mit Reifen und so, dass die auf Temperatur kommen müssen? Ich glaube ja, ne? Echt, du, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich weiß ja nur, das gibt kein Setup. Ja, ja, das ist fixed, genau. Genau. Kannst du irgendwie noch die Bremsballons einstellen? Das weiß ich nicht. Ja. Aber mehr weiß ich auch nicht, du, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch, sag ich ja relativ häufig auch, ich bin ja so der Dude, ich will ja einfach nur fahren. Ich schmeiß mich da einfach rein und dann geht's ab. Oh! Ja, weiter in. Also die Ausfahrt kannst du weit, aber das ist halt, das musst du dir angewöhnen. Und bei der Links jetzt nicht so weit am Anfang ausholen. Eigentlich mittig bleiben in der Ecke. Okay. Und dann nur vielleicht kurz anbremsen. Ich kann dir das nicht ganz genau sagen, weil ich den hier noch nie gefahren bin, generell noch nie gefahren bin. Und dann einfach durchrollen lassen durch die Links, die so runtergeht in eine Senke. Ja, genau. Und schön reinfallen lassen, weil das ist fast wie so eine Steilkurve da unten. Und dann schön nah an diesen roten Körpern, aber nicht überfahren. Weil es gibt einmal flachere rote Curbs und dann einmal die sind etwas höher. Wenn du da rüber fährst, dann ballert sich, glaube ich, raus. Mal sehen, heute wird wahrscheinlich ein sehr starkes Fahrerfeld auch sein. Es ist Sonntag. Da sind ja auch meistens die ganz guten Fahrer mit dabei. Die haben frei und müssen nicht zur Arbeit schuften. Oh. Okay, sieht erstmal gut aus hier. Ja, war schon besser. Und jetzt mittig bleiben. Nicht so wie er ausholen. Und dann einfach rollen lassen, reinfallen lassen und schon Gas geben. Okay. Ja, gut. Er nimmt eine andere Linie, ist ja okay. Nee, da stand einer mitten auf der Strecke. Ja, ja, habe ich ja gesehen, da meinte ich ja, er nimmt eine andere Linie. Ach so. Oh ja, ich bin immer noch schneller. Also schneller als vorher, 300. Das machst du gut, schön innen bleiben die ganze Zeit. Das ist gut in der ersten Kurve. Oh, der wird wahrscheinlich im Weg sein. Ja. Ja, und der kommt auch noch aus der Box. Naja. Ist egal, ist nicht so schlimm. Bin gut durchgekommen, relativ gut. Ja, das sah gut aus. Ah, oh, trotzdem viel Zeit verloren jetzt. Ja, gut, hast du Zeit verloren, aber bist eigentlich gut vorbeigekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch mal Platz gemacht hat. Ja, ja, hat er. Ist extra rübergefahren. Ah, okay. Opa! Ja, da musst du ein bisschen weiter innen bleiben. Ah, das war gut. Die war jetzt sehr gut, die Links. Auch gut, die letzte. Ah, fast noch eine Sekunde rausgeholt jetzt. Ja, irgendwie. Über die Katze sage ich nur. Schön rollen lassen, rennen hier. Ja, genau.
Perfekt. Alter, das hätte ich nicht besser machen können. Oh, jetzt geht's los. Muss racen. Okay, da muss ich dir gleich hinterher joinen wieder. So, dann gehen wir mal rein, wa? Qualifying geht los. Abtanken kann man auch nicht, oder? Nee. Nee, alles gut. Ja, gut. Ist alles hier auf Stani. Übrigens, ja, weißt, die Aufnahme läuft, ne? Ah, sehr gut. Wollte ich dich gerade auch noch fragen. Ey. Hast du gut gemacht, ey. Ich bin stolz. Die Aufnahme läuft, ey. Was für ein Desaster in der letzten Folge, sag ich euch. Alles gut. Hat ja trotzdem cool geklappt. Ja, auf jeden Fall. Sag mir, wenn du drin bist, ja, dann join ich dir sofort hinter und her. Ich bin jetzt bei 75%. Ich muss ja noch laden. Ich muss noch laden. Na dann, los geht's. 100%. Ja, bin drinne. Awaiting Tech. Alles klar. Ich mach mal F5 und dann. Oh, bei uns gibt's heute lecker Pilze, du. Meine Freundin war im Wald und hat noch Pilze gesagt. Also ich esse keine. Ich habe gerade gegessen, aber. Oh, lecker. Ich komm vorbei. Das erinnert mich so an meine. Ich war früher als kleines Kind so. Ich bin ja im Odenwald aufgewachsen. Im Entschuldigung. Odenwald. Hast du Odenwald? Odenwald. Oden! Nicht mit H. Das ist südlich von Frankfurt. Also so 30, 40 Kilometer südlich von Frankfurt. Ja. Und da war ich immer mit meiner Oma, Gott hab sie selig, im Wald Pilze sammeln. Und die, oh, Alter, die war auch Köchin und die hatte halt so eine Pilzpfanne. Das war schon lecker, ey. Aber gut. Ja, Pilzpfanne ist schon was Leckeres. So. Ja. Schön mit Zwiebeln und Knoblauch rein. Oh. Ein bisschen anbraten. Und dann noch hier so einen ganz leichten Hauch Schmand rein, damit das richtig sämig wird. Ja. Da bin ich ganz bei dir, du. Ja. So. Ist gleich soweit. Gehen wir rein. Was sind eigentlich eure so Lieblingsgerichte zum Ende des Jahres? Esst ihr unterschiedliche Sachen als im Sommer? Ihr da draußen? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr irgendwelche, also so Pilzsaison, dass ihr sehr, sehr viel Pilze esst? Oder esst ihr dann irgendwie Kohl und sehr viel Birnen? Und also ändert sich bei dir da was? Bei mir? Ja. Nö, Hauptsache Fleisch, ne? Ah ja. Ja gut. Hauptsache ballert, ne? Ja, Fleisch halt, ne? Ja. Und am besten Beilage Fleisch. Isst du wirklich so viel Fleisch? Ja, ich esse halt gerne Fleisch. Also ich weiß, man muss es auch mal reduzieren. Also, nee, darauf möchte ich gar nicht. Nein. Ach, diese nee, doch, nicht. Doch. Also wenn man zu viel Fleisch isst, ist es natürlich nicht gesund. Und da gibt es ja auch noch andere Themen dazu. Aber das wollen wir hier nicht aufmachen, auf keinen Fall. Hier geht es ja um was ganz anderes. Aber ich bin schon Fleischesser, ja doch. Am besten müsste es noch zappeln, weißt du? So. Oh ja, nee, das kann ich gar nicht. Also ich bin ja so ein gut durch Typ. Nee, ich nicht so. Also es muss schon... Also wenn du die Gabel da reinhaust in so ein Steak, da muss... Ja, gut, das ist jetzt vielleicht eklig, aber das Blut muss da schon rausspritzen. Okay. Okay, ja, gut. Du weißt doch, jedem das Seine, mir das Ja, du, alles klar, mach. Kann jeder machen, du. So, rein ins Qualifying. Mal gucken, wo wir heute rauskommen. 1,24 habe ich schon mal geschafft. Ich wünsche dir viel Glück und Spaß dabei. Ja, du, mal gucken. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr frisch heute. Also. Oh, da geht's sehr weit raus. Bisschen zu weit. Ja, nur nicht einschlagen, dann ist gut. Ganz locker bleiben, ist noch die Einführungsrunde. Ich wollte nur gucken, ob die Reifen gut sind. Ja, genau. Offroad-Test, ne? Ja, hat funktioniert. Hey, nicht einschlagen. Habe ich noch. Sonst ist alles gut, ja. Oh. Habe ich alles noch. Sehr schön. Das ist aber eine wilde Runde hier, du. Ja gut, ich glaube auch, hier bei dem ist es auch so mit Reifen, ne? Also... Ja.
Das vergesse ich immer ganz gut. Ja. Na, dann mal los jetzt hier. Okay, here comes your first time lap. Die war nicht so gut. Alles gut. Mach dir keinen Druck jetzt wegen Quali. Einfach so fahren wie vorhin eben. Oh, ja. Also eben. Und du hast ja auch noch eine zweite Runde. Ja. Ich schalte immer zu spät mit dem Pfeffer. Schubidibu. Okay, gab ein Ink wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, dann ist sie ungültig, dann fahr mal jetzt nicht so auf letzte Rille und nimm dann die letzte mit, die letzte Runde. Ja, machen wir auf jeden Fall. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, also wenn das, alles gut. Ja, dann fahren wir von hinten. Genau. Und dann fährst du ein bisschen defensiv, weil da werden sich bestimmt einige ablegern. Ja, das auf jeden Fall. Aber Rennfahren wäre nicht Rennfahren, Piet, wenn man nicht alles geben würde, weißt du? Ja, das stimmt, aber man muss auch natürlich ein bisschen Rennintelligenz, sage ich nur. Natürlich. Gut, bei 15 Minuten ist schwierig, aber jetzt konzentrier dich, Dicken! Das hau rein! War nicht optimal, aber ist okay, glaube ich. Ja, passt schon. Ticket flag, ticket flag. 1,26 nur. Eieieiei. Ist das hier mit fliegender oder stehenden Start? Fliegender Start. Ah, okay. Oh, hier wäre ich mit meiner Bestzeit wäre ich ziemlich weit vorne gelandet. Naja. Müssen wir uns vorwühlen. Keine gute Qualifying-Runde. Nee. Aber das liegt, glaube ich, am Pullover. Muss mein Pullover noch ausziehen. Ich kann mit Pullover. Ja, nicht du weißt, hier in der Wüste ist es auch sehr heiß, ne? Ja, du, das schwitzt hier schon. Ja. Da müssen wir uns kurz mal andressen. Ja, genau, warte mal, ich bin ein bisschen lauter, damit du mich auch hörst. Oh Mann, Piet! Oh, fast ein halber Heldentod gestorben, bloß bei Plover ausgezogen habt, du. Mann, du. Von 11 sind wir gestartet, ne? Mal gucken. Ja. Oh, war nicht so gut, muss ich sagen. War nicht so gut. Also ich weiß nicht, wie deine Renntaktik so bei so ultra kurzen Rennen ist. Ist halt immer schwierig mit Abwarten und so, aber es werden sich da auch, glaube ich, einige wegledern. Ja, ja, gleich ja. In der ersten Kurve und vielleicht sogar Runde dann in der Korkenzieher. Ne? Ja. Wir gucken mal, dass wir dranbleiben. Genau. Und vielleicht nicht so aggro fahren, also ich sag immer ein bisschen defensiv am Anfang, aber wie gesagt, bei 15 Minuten ist halt, ja, ne? Hast du nicht viel Zeit? Ja.
Das sind, glaube ich, 7 Runden. Hast du das im Kopf, wie viel du letztes Mal gefahren bist? 7, 8 Runden? Ja, 8 oder 9. Ja, oder 9 sogar, ja. Ach, jetzt bin ich bei Pause, ey. Gut, dass das Rennen noch nicht losgegangen ist. Nee, komm gleich. Und versuch mal so wenig wie möglich, gut, wenn es Kontakt gibt, gibt es Kontakt, ist ja, so wenig wie möglich Inks zu machen, damit du auch Plus im Safety-Rating bekommst, dass du dein B mal erreichst. Das zum Motto, nein, damit du kannst du dann auch reine, pure GT3 fahren. Ja. Darum geht es mir. Ja, das ist, da sind wir ja dabei. Deswegen haben wir ja Fefe auch gewählt, damit wir mehr Rennen fahren können. Ja, genau. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, 0,09 Punkte gemacht. Das war ganz okay, glaube ich. Safety Rating. Ja, gut, das ist wenig. Aber du kriegst halt bei einer Viertelstunde fahren, selbst wenn du 0 Inks machst, kriegst du halt nicht viel. Ja. Wo du viel kriegst, ist bei Endurance-Rennen. Ja. Da kannst du auch Zehnter sein, da kriegst du, wenn du wenig Inks machst oder halt relativ wenig im Verhältnis zu der Zeit auch, da kriegst du richtig viel Safety Rating. Ich habe bei dem 12-Stunden-Kota, da haben wir gemacht, ich glaube, ich habe 1, noch was Safety Rating gemacht. Oh wow, das ist eine Menge. Ja, weil es halt auch 12 Stunden waren. Ne? Ja, klar. Und aber bei 15 Minuten, da kriegst du halt nichts. So, ich drück dir die Daumen. Ja. Wenn es nicht nötig ist, dann werde ich auch meine Fresse halten, ne? Weil ich weiß schon, das lenkt ab. Alles gut. Mittlerweile stört mich das nicht mehr so extrem. Ja, ich kenne das selber, es ist halt immer. Aber du machst das schon. Dicken. Dicken! Dicken, du machst das schon. Dicken. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ja. Ich sehe das mittlerweile auch locker. Ja, du, mir geht's hier um Rennfahren und Spaß haben, Bagger. Richtig. Gönn dir mal noch Schoki, du. Hm. Hier haben alle so schöne Trading Paints drauf hier. Wie, hast du doch auch, das Schönste. Ja, ich habe auch ein sehr schönes, ja. Ja. Geht los. Ach, siehst du, ich wollte dir noch die Spec-Map schicken. Mache ich die Tage. Das bügelst du einfach nur als Spec-Map. Ich erkläre dir das dann irgendwann. Ja. Und dann hast du die gleiche Livery, aber in so matt. Etwas matter. Ah, schön. Leicht dunkel, etwas dunkler und matt aber. Kommt richtig cool. Was will ich beim Ferrari? Also, ich muss noch ganz ehrlich sagen, der Ferrari klingt sehr schön. Mhm. Also, hat einen schönen Sound. Ich mag die Bremsen, wenn du die ganz leicht nur schleifen lässt. Klingt sehr schön. Ein Schlenderich hier. Nicht zu doll, damit wir uns nicht abschießen hier. Mhm. Alles schon gesehen. Guck mal vorne. Ja. Wollte ich gerade sagen. So, hoffentlich kommt ihr durch die Korkenzieher da jetzt gut durch. Ja, die passen auf neben dir. Sehr geil. Sehr gut. Denk dran, nicht allzu spät bremsen, erste Kurve. Ja. Wegen kalte Reifen und ja. Und Windschatten vielleicht noch. Weiß Bescheid, ich bremse immer schon bei 4,5. Ja, okay. Green Flag, Green Flag. Rechts ist clear, der auf Track war.
Sehr geil. Ein bisschen sehr langsam reingefahren. Erste Kurve. Aber Safety first. Richtig. Den habe ich, glaube ich, ausgebremst hinter mir, sorry. Ja, egal, egal. Vorsicht! Da konntest du nichts machen, der hat sich völlig verbremst. Ja, ist das gut? Und ist über den. Ich mal gucken, ob das Auto noch geht. Ja. Ich guck mir mal die Karre an. Ja, die Fahrerseite ist ein bisschen eingedellt. Boah, das hat ganz schön gescheppert in der Hände, du. Ja. Aber geht noch, alles gut, alles gut. Ja, der hat sich verbremst, ist dann auf die Wiese bzw. auf den Schotter und hat dich erwischt. Ja, passiert, mein Gott. Alles nicht so wild, wir können noch fahren. Kein Grund, pessimistisch zu sein. Innen, ja. Na, der wird dich jetzt überholen. Ja. Der ist links. Ja. Immer noch links. Ja, ja gut. Ja. Der hat das Auto dann verloren, der Typ. Wild. Wild, wild. Also damit zweimal reinfahren ist, ich glaube, ja. Ich hätte zurückziehen sollen. An der Stelle. Hätte man machen können, ja. Ich hätte auf jeden Fall zurückziehen sollen, der geht auf meine Kappe. Das nehme ich auf meine Kappe, da hätte ich einfach der Schlauere sein sollen und zurückziehen sollen. Okay, naja, es muss auch mal solche Rennen geben. Oh, hinter mir kommt schon der erste angeflogen, sehe ich gerade. Ja, der ist noch 40 Sekunden weg. Wenn du keinen Fehler machst, dann wird er dich nicht einholen. Oh, jetzt ist er ein bisschen unruhig, aber ist noch handelbar. Wie steht das Lenkrad? Schief oder so? Ne, ist noch okay. Okay. Eieiei. Lass mal kurz wieder in den Ruf reinkommen hier. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal wieder in den Ruf reinkommen. Ich bin komplett raus gerade. Oh Mann.
Konzentriere dich einfach und spul deine Runden ab. Jo. Ja. Das machen wir jetzt. Ich glaube, das Auto hat einen mitbekommen. Naja, also ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass es einen mitbekommen hat. Aber es fährt noch. Eigentlich sah die Runde richtig gut aus, aber auch nur eine mittige 26. Siebeneinhalb Minuten noch. Jo. Also er fährt sich noch. Also geht, geht. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall über die Bühne. Jo. Vernünftig. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall erstmal wieder in den Groove reinkommen. Ja, da ist jetzt kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ne? Einfach dein Rennen zu Ende fahren, konzentrieren. Keine. Wie viel Inks? Weißt du das zufällig? 10. Hast du? 10, ja. Am besten keine mehr sammeln. Ich arbeite dran. Ja, die war ganz gut, die Korkenzieher. Oh shit, falsch geschaltet. Noch 4,40. Hat's
zwei Runden noch mal. Ja, was fährt man hier? Ja, drei würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Car on the right. Na, da vorne ist vielleicht noch eine Platzierung. Einen Fehler gemacht haben. Ich guck mal eben, ob der eingeschlagen ist. Nee, ist einfach nur abgerutscht wahrscheinlich. Aufgeklatscht. Naja, aber ich komme ran. Das stimmt. Oh, vor dir war ein Unfall. Der hat sich getowt, also ist in der Box. Du bist jetzt P14. Na, siehst du mal. P13 ist auch noch im Blickfeld. Ja. Ja, noch vielleicht eine gute Runde hinkriegen oder zwei. Vielleicht noch angreifen. Das noch die und noch eine. Der vor dir wird nervös. Oh, er lässt sich vorbei. Okay. Auch gut. Könnten die anderen 12 jetzt auch machen? Würde ich begrüßen? Ja. Oh. Ja, konzentrier dich. Oh, der ist abgeflogen. Volle K. Das war ich. Okay. Ja, nee, aber er ist auch abgeflogen. White flag, white flag. Oh, das war bitter gerade. Zu spät gebremst gehabt. Ja.
Das war mein Fehler auf jeden Fall. So, du musst jetzt aber, glaube ich, noch eine Runde fahren. Der hat dich zwar überholt. Muss mal gucken, ob du die karierte Flagge hast. Du hast noch eine, ne? Ja, ich glaube. Ja, ja, das ist gut. Ja, er macht schon Platz. Ticket Flag. Okay, we'll get him next time. Ja. Ah, okay. Ja, dann gucken wir mal. Wenn er dich nicht überholt hätte, dann hättest du jetzt noch eine gehabt. Ah, also das war der erste, ne? Ja, das war der erste, genau. So, aber was wir jetzt nochmal machen, ist, glaube ich, ich möchte nochmal ganz kurz auf Fehleranalyse gehen hier. Da möchte ich nochmal ganz kurz reingehen, weil ich glaube nämlich den einen, den habe ich sehr verbockt. Und zwar möchte ich in Labs, ich glaube Runde 2 war das, oder? Ich guck mal eben. Nee, oder 1? Nee, 2. Ich weiß es nicht. Das ist Runde 1. Da gucken wir mal ganz kurz rein und schauen mal, wie hier, was hier für Fehler waren. Bist du, welche Lab bist du? Zweite oder erste? Eins habe ich laufen lassen gerade. Okay. Ja, ich spule mal vor. Sag mal, wo du ungefähr bist. Ich glaube, in der ersten Runde ist auch noch nicht großartig was passiert. Nee, da hast du gut aufgepasst. Ja, ich habe in dem einen habe ich richtig gepennt, muss ich sagen. Das war my bad. Aber ich glaube, im Korkenzieher wurde ich, glaube ich, abgeschossen. Das wollte ich mir nochmal angucken. Ich habe, muss ich wirklich gestehen, auch an alle da draußen, die ersten 2-3 Runden mich nicht so sicher gefühlt. Und bin sehr, ja, also, so wie hier zum Beispiel, sehr schleichig gefahren. Das in der ersten Runde in der Korkenzieher, da konntest du gar nichts für. Wirst du gleich sehen. Da bist du normal angefahren und ja. Ja, müssen wir mal kurz gucken. Weil der hat sich verbremst und ist dir dann voll in die Seite, Fahrerseite. Oh, der hat ja beide mitgenommen. Ja. Moment. Der hat sich komplett verbremst, der Typ. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz Rear Chase machen. Und dann lassen wir das hier kurz mal normal laufen. Wo hat er sich denn verbremst, sag mal? Ah, der ist, glaube ich, hier außen drauf gekommen, kann das sein? Ja, Auto wurde unruhig, dann hat er die Bremse kurz geöffnet und ist rüber. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Ui, das war, ich glaube, er hat sich gar nicht großartig verbremst, sondern ist einfach, er ist über die Kuppe gefahren und hat auf der Kuppe, glaube ich, die Kontrolle verloren, so wie das aussieht. Ja, beim Bremsen. Stimmt. Oh nein! Weil er da außen Windschatten, glaube ich, raus ist von dem anderen. Wollte links vorbei. Oh, guckt euch das mal an. Ja, guck, pass mal auf jetzt. Wenn der da rüber springt, hat er kurz keinen Grip. Ja. Musst du mal drauf achten. Du siehst halt, wie die Reifen in der Luft sind. Und dann fällt er runter und dann schiebt er zur Seite. Jetzt geht er hoch. Kurz kein Grip. Hinten auch nicht, auf dem Hinterreifen, glaube ich. Dann jetzt macht er auch noch Lichthupe, aber. Oh, gut. Das ist ja ärgerlich, ey. Ja, gut passiert, mein Gott. Bis nächste Mal. Kann man jetzt nichts. Also, wenn man langsamer guckt, fällt das gar nicht so auf. Wenn du auf einen halb guckst, da siehst du. Fällt er hoch? Oh, wie bitter ist das denn, ey? Da fällst du halt über die Kuppe, springst du rüber, landest und hast einfach keinen Grip mehr. Oh, das ist ja bitter, ey. Okay, hier oben werde ich niemals überholen. So, und dann hatten wir noch Runde 2. Also ich starte jetzt Runde 2. Okay. Ja. Und zwar gehe ich in Rear Chase? Nee, in Part Chase. Okay, los geht's. Da weiß ich gar nicht, was war denn in Runde 2? Da ist doch auch noch irgendwas passiert. Ja, auch in der Korkenzieher. Da hättest du zurückziehen müssen. Aber lass einfach laufen. Genau, das war mein Fehler. Genau, da hätte ich einfach ein cleverer Fahrer sein sollen, weil er hat die Nase vorn gehabt. Das war, geht auf jeden Fall auf meine Kappe. Da sind wir hier hättest noch? Du lupfen oder vielleicht 5 Meter vorher bremsen müssen. Ja, wollte ich eigentlich schon machen.
Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich genau dasselbe Problem gehabt wie der, wie der Gelbe eben. Ich habe einfach nicht lenken können. Also dass der hier geht hundertprozentig auf meine Kappe. Und ich hoffe, er nimmt mir das echt nicht so übel, Mensch. Ja, hier war das. Er ist jetzt raus. Ich wollte so weit gehen, wie es nur geht. Und dann war halt genau das, was hier passiert, wie bei dem anderen auch. Kann ich ihm nochmal schreiben irgendwie? Du könntest, warte mal, wie heißt denn der? Ich guck mal eben. Patrick. Nicolas. Nee, Nicolas Cabré. Nee, Patrick heißt er, oder? Nö. Nee. Also der in der Korkenzieher, der neben dir ist. Ah, Nicolas Cabré, ja. So, ich guck mal, ob der schon raus ist. PM Driver. Okay. Der ist aber. Nee, connected. Der ist noch nicht raus. Sorry, mate. Den kannst du noch schlaufen. Schreiben. Was habe ich gesagt? Schlaufen? Okay. Ja, ich habe ihm geschrieben. Oh, das war auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall absolut meine Kappe. Hier ist nämlich genau dasselbe passiert wie mit dem anderen Dude. Ich bin einfach schnurstracks. Also, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, so vom Gefühl her. Aber mir ist halt einfach die Karre auch. Ja. Ich habe gebremst und bin einfach über. Also, um das kurz zu erklären, wenn ich das jetzt gerade so nochmal zusammenkriege, ich habe einfach hier vorne schon gar keine Chance mehr gehabt einzulenken. Und ich habe ihn voll rausgeballert. Oh, das tut mir wirklich so, so leid, weil ich wollte wirklich drüben bleiben. Ich hätte zurückziehen sollen. Also, für mich, was ich daraus lerne, ist, in dieser Kurve da unten passiert von meiner Seite gar nichts und ich ziehe auch zurück, da dränge ich mich nicht rein. Und hier oben genau dasselbe. Also, man hätte einfach lupfen sollen, ihn vorlassen und dann dahinter einreihen. Das hat uns beiden nichts gebracht. Den Arsch. Ja. Also, ich war jetzt der Arsch und habe ihn halt weggeschossen. Also, hier ist auch No-No. Naja, meine Damen und Herren, das war die Fefe-Folge mit eine Katastrophe. Ich lösche das übrigens nicht. Ihr seht das komplett ungefiltert, so wie es ist. Kriegt ihr das auf die Augen? Vielleicht machen wir jetzt noch eine Runde Imsa oder Fefe. Mal gucken, je nachdem. Ich wünsche euch sonst das. Ach so, ja, sorry. Nee, mach du. Nee, ich hab gedacht, sonst fährst du nochmal eine Fefe-Runde. Ja, da seh du, ich hab noch ein bisschen Zeit heute und ein bisschen Bock. Also. Aber die Folge ist hier an der Stelle vorbei, Leute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Dankeschön, dass ihr es guckt. Wenn ihr Feedback habt, egal zur Streckenführung, Fahrzeugen, iRacing, Grießbrei, wie vielleicht die Morning-Routine bei euren Daily Quests aussieht, lasst es uns einfach wissen. Da Reini heute nicht da ist, das Glöckchen aktivieren. Ihr wisst Bescheid, Reini freut sich, wenn die Glocke bimmelt. Und ich sag Tschüss und Pete sagt Rinnihauen, Dicken.